willkommen zurück zu Let's Play Together Arbeitsagentur entdeckt mit dem Kliggy. Hallo. Also spielen wir Eurotruck Simulator 2. Das wäre noch eine Marktlücke. Ich hätte gern ein Agentur für Arbeitssimulator. So schön, so schönes Point-and-Click-Adventure. Naja, es geht früh erstmal los. Die erste große Herausforderung am frühen Morgen: Stillertücher einsetzen, oder so. Kaffeepulver finden. Zusehen, dass du ruhig, wo keine abgelaufene Kaffeesäune findest. Die größte Frage, die du dann vor dem Frühstück stellen musst, ist dann Zucker oder Süßstoff. Genau. Wenn du das schon überstanden hast, dann. Aber sowas kommt mit Sicherheit auch irgendwann mal. Ja, definitiv. Es muss ja bloß mal einer trauen, sowas zu machen. Sie ist trauen. Ich meine, da ist an sich nichts dran. Kannst alles mit Humor nehmen heutzutage, aber. Haben wir viel Stoffen. Aber nicht, wenn es um eine Staatsdings geht. Ja, stimmt auch, oder? Dann ist ja Staatseigentum. Man sieht ja, was dabei rauskommt. Nur. Die Anzahl der Arbeitslosen wurde erst wieder gemeldet, ist auf 2,28 Millionen gestiegen. Da wurde aber gesagt, immerhin, wo Merkel angefangen hat, waren es fast 6 Millionen. Ja, es liegt daran, dass sämtlicher Scheiß aus den Arbeitslosenquoten rausgerechnet wird. Das sind ja, immer noch. Jetzt sind sie ja gestiegen wegen Dings, wegen den Abschlüssen, ne? Weil ja jetzt die Leute aus den Schulen gehen und die ganzen Studenten fertig sind. Aber die Unternehmen warten meistens erst die Ferien ab und dann stellen die wieder Leute ein. Deswegen, die haben sich halt erstmal arbeitslos gemeldet oder müssen jetzt sich erstmal arbeitslos melden. Naja, trotzdem, wenn man es mal so sieht, wisst ja selber, was heutzutage alles aus der Arbeitslosenquote rausgerechnet wird. Naja, jeder einzelne kleine Lehrgang, den du da machst. Jeder Lehrgang, wenn du über 50 bist, wirst du automatisch rausgerechnet. Wenn du hier so eine, ich nenne es mal so hier, Bewerbungsscheiß kriegst, hier Beschäftigungsverfahren, nenne ich es immer wieder sehr schön. Hatte ich ja nach meiner Ausbildung auch gleich gehabt. Ich glaube, wer war denn das? Einer von unserer Truppe, richtig geil. Mit der Lehre fertig, hat halt in der Lehre keinen Anschluss gefunden, arbeitslos gemeldet, 2 Wochen später war er für 8 Wochen im Bewerbungslehrgang. Zack, ist aus der arbeitslosen Dings raus, ist auch nicht mehr arbeitslos. Wir hatten es dann auch irgendwann mal aufgedrückt, wenn so nach einem halben Jahr oder so. Dann sind wir den Scheiß dann damals aufgedrückt. Ja, war ich halt auch aus der Quote raus. Die nehmen alles Euro, 1-Euro-Jobber, sind aus der Arbeitslosenquote raus, Aufstocker. Den ganzen Tag, die Woche 40 Stunden arbeiten gehen und trotzdem noch vom Arbeitsamt Arbeitslosengeld kassieren müssen, weil sie sonst nicht über die Runden kommen, sind aus der Arbeitslosenquote rausgerechnet. Das sind die größten, nicht die Euro-Chopper, aber Agenturen und so, das sind die größten Verbrecher, die es auf der Welt gibt, ja. Ebenfalls in Deutschland. Also was die alles rausrechnen, dann machen sie, ja, sind nur noch 3 Millionen Arbeitslosen. Wenn du die ganze Scheiße, die es da rausrechnet, wird er draufrechnen, wird es, wären wir wieder bei 5, 6 Millionen. Wahrscheinlich, ja. Obwohl ja die Wirtschaft recht gut boomt noch, da ist ja allgemein weniger Arbeitslose. Naja. Die kann boomen. Aber wenn sie boomen, stellen die Firmen trotzdem keine neuen Arbeiter ein, müssten sie ja bezahlen. Machen halt mit denen, was sie haben, müssen sie halt produktiver werden, müssen sie halt mehr herstellen. Ist halt so. Guck dir den Einzelhandel an. Der Einzelhandel ist die letzten Jahre so kaputt gegangen. 325 Euro Aushilfen gesucht. Macht die gleiche Arbeit wie, was ich, ein Verkäufer oder ein Einzelhandelskaufmann, der da drin ist. Für einen Bruchteil von dem Geld. Haben sie mich ja auch versucht. Naja, machen sie auf 300 Euro. Ich sag, Scheiß mache ich. Was hab ich schon 3 Jahre gelernt? Naja, sie können ja aufsteigen. Ich sag, genau, wenn man im Handel aufsteigen tut. Da habe ich mich mit so vielen Discountern angelegt. Ey. Das vom Packer dann, weißt du? Vom Packer zum Millionär, ganz klassisch. Naja, also, was ich da, Alter, mit Aldi, mit Little und sonst was, kann ich alles mal sagen. Ich sage, ihr könnt mich alle mal kreuzweise am Arsch lecken. Ich habe einen IAK-Abschluss mit 1,2er-Quote. Ich habe eine mündliche Prüfung mit 1, mit 100 von 100 Punkten bestanden. Weißt du, ich habe die Scheiße gelernt und habe mich 3 Jahre dafür gequält, um die Scheiße zu lernen und den Dings dann halt so gut zu machen, weißt du? Und dann stelle ich mich jetzt für 300 Euro hin und mache hier Assi-Arbeit, habe ich gesagt, könnt ihr mich am Arsch lecken.
Und vor allem ist dann genauso viel wie in der Lehre. Ja, ja, das war's ja auch noch, Alter. Wenn du mit Absicht durchfallen könnte, hätte ich schon noch eine Lehre gemacht. Ich wollte gerade sagen, da war es wesentlich entspannter. Also, nee, also in der Lehre, das war genauso ein Scheiß, Alter. 316 und dann 330 Euro jeden Monat. In der eigenen Bude hast du alles, naja. Kannst du doch mit dem Arsch ablecken. Mhm. Nee, also das hab ich damals so nie eingesehen. Und dann halt, alle wisst ja, ich meine, auf der einen Seite, ich kenne ja auch eine Marktleiterin, die bei Netto arbeitet und alles und hin und her. Ich meine, die kriegen selber von oben alles runtergeschissen, weißt du, wenn denen da was nicht passt. Mhm. Die geben es im Endeffekt auch bloß weiter. Mhm. Aber. Problem ist bloß, wenn du der Letzte in der Kette bist. Richtig, weißt du, und das ist halt einfach so zum Kotzen, und da hab ich gesagt, also, wo ich damals gesagt hatte nach der Schule, ja, ich will das lernen, da war das noch alles mehr oder weniger human, aber das hat sich dann auch in den 3-4 Jahren oder so, in den 3 Jahren, im Endeffekt oder 4 Jahren, wo ich dann den Jahr gesucht hatte, hat sich das alles so ins Negative gewandelt. Weißt du, Einzelhändler wurden nur noch als Verkäufer eingestellt, weil Einzelhändler müsstest du ja besser bezahlen wie Verkäufer, weil sie ja was Höheres sind, und da hab ich gesagt, ne, wisst ihr was, fickt euch. Bevor ich so eine Scheiße annehme, wo ich im Endeffekt weniger verdiene oder das gleiche verdiene als wie in der Lehre, weißt du, dann hab ich gesagt, dann mach ich gar nicht, fertig. Hm. Hab ich nicht damals so klipp und klar gemacht, hat zwar nicht gepasst, aber ich meine, das können sie ja wirklich den Leuten vermitteln, die halt nicht haben, die keine Ausbildung haben, kennen schon, geht auf die 30, hat 5 Lehren abgebrochen, keine Ausbildung, Untermensch sowas, aber... will ich jetzt nicht alle über den Kamm zerren, dann kann ja trotzdem irgendwas dran sein, aber damals gesehen in der Maßnahme, da gab es eine Gruppe, die waren zwischen 30 und 40. Zwischen 30 und 40. Die waren da, um ihren Hauptschulabschluss nachzumachen. Ja, die haben es vielleicht irgendwo verloren. Hm. Nee. Wenn du zu denen Hallo gesagt hast, dann wusstest du warum. Warum? Hm, weil sie nicht bis 3 zählen konnten und gerade auslaufen. Also, war voll oder was? Nee, nicht voll dumm. Voll ja. Vor Dummheit. Also sowas, also die eine, die war da 34 oder so und hatte keinen Hauptschulabschluss, das musst du dir mal vorstellen. Die hatte das neueste Handy. Hatte das neueste Handy, neuesten Morgenklamotten, das hatte sie alles. Aber Abschluss hat sie nicht. Das ist übelst. Das ist wirklich aber übelst. Dein Blinker hat bei mir auch manchmal Aussetzer. Ja, dann synchronisiert das anscheinend auch, ne? Weißt du, und wenn sie solche Leute in solche Dinger da reinstecken, weil halt nichts mehr geht oder weil sie nichts anderes machen können. Okay. Weißt du? Okay. Mhm. Aber das ist doch genauso, wenn es gibt ja sowas wie Überqualifikation. Naja. Man ist dann nicht ein, wenn du zu qualifiziert bist, müsstest du dich zu teuer bezahlen. Das musst du dir mal vorstellen. Du reißt dir einen Arsch auf, dass du das lernst und dass du diesen Wissensstand hast und sagst, nö, sie sind zu intelligent, wir suchen nur dumme Leute, tut mir leid. Ja. Weil dumme Leute müssen wir nicht bezahlen. Das ist. Oder genauso wie es jetzt in der heutigen Jugend ist. Ich meine, gerade für ein paar, die jetzt noch in der Schule sind oder sonst was, das geht ja jetzt schon los. Schülerpraktika, ja? Schulpraktikum. Was wird euch da gesagt? Ja, da könnt ihr den Beruf reinschnüffeln, könnt ihr mal überall rumschnüffeln und so weiter und so fort. Und da könnt ihr euch ja, ne, da könnt ihr euch ja so mehr oder weniger raussuchen, was euch denn Spaß macht. So, das fängt ein Schulpraktika an. Ihr werdet immer und immer irgendwo wieder, wenn ihr irgendwo nichts findet, erst mal Praktika, mach mal da 2 Wochen Praktika, mach mal da 4 Wochen Praktika, machst du mal hier 2 Monate Praktika. Und dann ist es immer so, das müsst ihr euch auch merken, die Unternehmen sagen immer, die loben euch im Himmel. Und ich damals überlege, die Praktika, was ich da für Bewertung gekriegt habe, 1a, der ist hilfsbereit, der arbeitet selbstständig, der weiß, was Kundenorientierung ist, der weiß, was Kundenberatung ist, der geht da auf die Kunden zu, macht hier Zusatzverkäufe, bla bla bla. Alles Bombe. Fertig? Ja, wie sieht's mit der Übernahme aus? Na, da haben wir gerade nicht 2. Mhm. So, ihr arbeitet da, und sei es 2 Wochen, ihr arbeitet da 2 Wochen und ihr werdet eingesetzt wie richtige Fachkräfte einfach. Ihr macht die gleichen Aufgaben wie die anderen und sonst sowas. Aber die haben dann für euch, die haben zwar 2 Wochen euch dann im Endeffekt am Hals und haben vielleicht ein Risiko, wenn ihr euch jetzt ganz bröselig anstellt, dass ihr vielleicht irgendwelchen Schaden da verursacht. Aber die haben euch halt 2 Wochen am Hals, haben dann ein gewisses Risiko und haben aber 2 Wochen eine Fachkraft, die sie nicht bezahlen müssen. Richtig. Besser geht's nicht. Könnt ihr die gleichen Arbeiten zuweisen, habt die gleichen Arbeitszeiten wie die Leute dort. Das ist Ausnutzung hoch 3. Das nennt sich ja Generation Praktikum.
Es wird nur noch, ja, hieß ja wirklich so, Generation Praktikum, die werden nur noch in Praktikas hin und her geschickt. Das kann genauso nicht sein. Es gibt welche Unternehmen, die bieten ein bezahltes Praktikum an. Das sind aber wirklich, ich nenne es mal, seriöse Unternehmen, die es halt ordentlich machen, die Interesse an den Leuten haben. Weil wenn du zum Betrieb gehst, ja, wie sieht's denn aus mit einer Stelle? Nö, wie sieht's aus mit einem Praktikum? Kommen Sie sofort rein, da ist der Kittel. Das ist der Kittel. Weißt du? Naja, Fleischerei, Bäckerei, was weiß ich. Und ich finde das Laborant zum Beispiel. Ich finde das einfach nur zum Kotzen. Wie die Leute da ausgenutzt waren. Und es sind halt schon die jüngsten Leute. Und weißt du, und bei denen fängt es ja an. Wenn du denen schon von clean off im Endeffekt, schon von der Schule auf vermittelst, ja, du bist hier, du bist kostenlos, mach deine Arbeit oder verpiss dich halt. Weißt du, wenn du denen das schon so vermittelst, ist ja klar, dass die später keinen Bock auf die Scheiße haben. Wasch. Weißt du? Das ist einfach das Problem. Was willst du denen denn bieten? Du hast jetzt mit Hauptschulabschluss, kannst du an einer Hand abzählen, welche Berufe du machen kannst. Du hast damit einfach keine Perspektive. Mit einem Realschulabschluss kommt Reihe dazu. Brauchst unbedingt Abitur. Jeder Schwanz will heutzutage Abitur haben. Verstehe ich auch nicht. Klar lernst du in 13 Jahren Schule mehr wie in 10 Jahren oder was weiß ich. Was hat Hauptschule, hat glaube ich auch 10 oder 9. Manche haben 9, manche haben 10, was weiß ich. Lernst natürlich in 13 Jahren mehr. Du lernst sämtlichen Scheiß, Ygrus hoch, Dings, Teleportation hier, Astrologie da, Spanisch, Latein, Amerikanisch, Litauisch, Polnisch, Tschechisch, was weiß ich. Lernst du alles dazu. So, oder was weiß ich. Teleportation lernst du auch, ha? Achso, so richtig, wie du dich an einer Stelle und dann zack auf der Arbeit teleportest oder was. Das ist cool. Genau so. Genau. So lernst du das. Die lernen, die studieren Automechatronik, scheißegal, dann gehen sie in die Werkstatt hier, mach mal die Schraube rein. Der Typ kann dir die Schraube aufs Papier zeichnen, ist auch zu blöd, die einzubauen. Oh. Soll jetzt nicht verallgemeinert sein, ja, also wenn ihr jetzt Abitur habt, nehmt es ja jetzt nicht so, aber so hat es mal alles am besten gesagt, da kann dir eine Schraube auf ein Blatt Papier malen, mit sämtlichen Details drin, ist aber zu blöd, die Schraube ins Auto einzubauen. Das ist im Endeffekt, das hängt aber jetzt nicht nur mit Abitur zusammen, das ist einfach, wenn die Kunstverleih fachlich, aber wer es fachlich kann, hieß noch lange nicht, dass er es praktisch kann. Weißt du? Meinst, er kann es theoretisch. Ja, er kann es theoretisch, aber nicht praktisch, ne? So. Ja. Ja, wer ist in der Theorie gesagt, da kann dir, was ich, theoretisch kann der dir eine Schraube da aufs Papier malen. Praktisch ist eine Blöde, die ins Auto reinzukriechen. Mit allen Riffeln. Und deswegen finde ich das auch so lächerlich, mit Unternehmen, die da wirklich, wenn du da anfängst, dass sie Zeugnis haben wollen. Da kann doch Scheiße in der Schule gewesen sein. Wenn er seine Arbeit trotzdem machen kann, warum sollten wir da nicht machen? Weißt du? Das hat mein Chef vorher auch gesagt. Was? Also ne, mit dem schulischen Ding. Da hab ich gesagt, ja, das Schulzeugnis ist ja nicht so. Dann hab ich gesagt, ja, ich hatte keinen Bock. Dann hab ich gesagt, ja, probieren wir es mal eine Woche. Dann hab ich gesagt, ja, probieren wir es eine Woche. Ja, und dann nach der Woche sind dann 3 Jahre draus geworden. Ja, weißt du, du kannst in der Schule absolut, wie gesagt, wie du schön hast, keinen Bock. Deswegen kannst du trotzdem den LKW fahren. Ja, nee, da ging es ja noch um den Lehrer, um Obstbau. Achso, um Obstbau damals, Oh, Schranke? Oh, knapp gewesen. Ja, Mode. Wird aber vorher auch schon 30 Mann gekündigt, ne? Ja, aber trotzdem kommt die Schranke dann irgendwie verdächtig schnell näher. Nee. Also auf jeden Fall, das ist einfach nur Schwachsinn. Wie gesagt, es gibt wirklich Leute, die können es halt nicht. Die haben halt eine Lernschwäche hier und eine Lernschwäche da, begreifen es halt langsam wie die anderen. Wenn du auch diesen Leistungsdruck, diesen Standard einfach nicht mithältst wie die anderen, bist du automatisch aufgeschmissen. Ja. Und das ist einfach dieses Bildungssystem, was wir in diesem Land haben, das geht einfach nicht. Und es kann doch nicht sein, wie hieß die Merkel hier Hauptschulen damals? Hauptschulen können wir nicht abschaffen, weil da gibt es kaum noch Hauptschulen. Jetzt nennt sich das Ganze Gesamtschule. Da haben sie halt im Endeffekt alles miteinander vermischt. Bringt noch mehr Probleme mit sich. Wenn man das. Das ist ja immer, ich meine, das kann man jetzt auch nicht pauschalisieren. Das ist ja immer so, wenn du Hauptschüler mit Abiturienten zum Beispiel an der Gesamtschule mischst, da ist halt Abiturienten, also Gymnasium und Hauptschule in sich zusammen. So, an sich, es würde sich an sich nicht speisen. Die einen lernen halt so, die anderen lernen halt so. Und dann hast du halt auch diesen Aspekt, dass sich von der einen Seite die anderen ganz cool fühlen. Weißt du, und so wirst du auf die Hauptschüler und vielleicht auch andersrum, weil sie einfach denken, ja, wir sind doch eh bloß eine Minderheit, ja, jetzt. Die sind zwar schlauer, aber 3 Köpfe kleiner haust du aufs Maul, weißt du, so in der Richtung. Zu ticken nicht alle, also ich würde sagen, Haufen Abiturienten als Friends. Es gibt welche, die halt so dumm quatschen, aber die sind halt selber dumm in der Birne.
Wird er für 1,46, aber sagen wir nicht, ein Bullen wird er gedankt, ey. Ja, ne, ich freue mich sowieso, warum du hier rausfährst. Ich weiß auch nicht, na, weil ich gerade mal die Tankstelle gesehen habe. Ich dachte, ich wäre noch ein Bullen, gerade über die Grenze hier drüber. Ach ja. Musst du ja nicht danken, oder dankst du jetzt? Dankst, ja, du dankst so, was riechst du dich da auf, du Klon? Ja, ich weiß, wie viel ich gedankt habe? 8,2 Liter. Ja, meine Fresse, du hast eine Reserve voll gemacht. Weil ich in Polen gedankt habe schon. Sehr günstig. Gut, meine Freunde, wir sind auch schon mal fertig. Wir fahren beim nächsten Mal wieder mit dem Thema voran. Warte, ich muss mal kurz hier meine Kamera. Ah, ne, ist ja Leitbank dazwischen. Ha! Ja, doch, ist in Ordnung. Bis dann zum nächsten Part. Tschüss, tschüss. Tschüss, tschüss.